Polizeinotruf. Meine Tochter, Ina, sie wurde entführt. Sie ist nicht nach Hause gekommen. Ich weiß nicht, wo sie ist. Und wie heißen Sie? Wissmann, Heike Wissmann. Ich brauche Ihre Adresse. Berliner Straße 18. Meine Tochter ist 17. Bitte, Sie müssen uns helfen. Morgen. Ja, morgen. Was ist denn los, Kollege? War ein bisschen so angefressen. Vielleicht seid ihr umsonst gekommen. Aber wenn ihr mich fragt, irgendwas stimmt da nicht. Wieso denn? Ist das Mädchen wieder aufgetaucht? Ihr seid die Kollegen von der Kripo. Hört's euch selbst an. Uiuiui. Was ist denn mit dem los? Na komm. Hallo, guten Tag. Hallo, Kriminalpolizei. Hallo. Ah. Guten Tag. Naseband ist mein Name. Meine Kollegin Rietz. Hallo. Heike Wissmann, mein Mann Jakob Rosenthal. Ich verstehe jetzt eigentlich gar nicht, warum Sie hier sind. Ich hatte es den Polizeibeamten schon erklärt und mich auch entschuldigt. Das Ganze war ein übler Scherz von meiner Tochter. Sie ist bei einer Freundin und das tut mir wirklich leid für den Wirbel, den ich gemacht habe. Deswegen der Kollege draußen gerade. Naja, ist ja kein Problem. Ist immer blöd für uns, aber sowas kommt vor. Können wir Ihre Tochter kurz anrufen, nur um sicher zu gehen? Ich glaube, das ist nicht nötig. Wie gesagt, sie ist bei einer Freundin. Es geht ihr wirklich gut. Sie wissen schon, dass wir Ihnen nur helfen können, wenn Sie sich helfen lassen. So einfach ist das. Sie vermissen Ihre Tochter doch immer noch, richtig? Erzählen Sie uns doch, was passiert ist, bitte. Sie ist gestern nach dem Tennisunterricht nicht nach Hause gekommen. Naja, zuerst dachten wir, sie würde uns einfach nur ärgern, weil sie einfach im Moment Probleme hat mit der Situation. Sie müssen wissen, ich bin ihr Stiefvater und wir haben gerade vor 4 Monaten geheiratet. Naja, und ich habe ihre ganzen Freundinnen angerufen, aber keiner wusste, wo sie ist. Deshalb habe ich heute Morgen die Polizei informiert. Und dann haben wir das per Mail bekommen. Tommy? Wenn Sie die Polizei einschalten, werden Sie die Kleine niemals wiedersehen. Der Entführer will ausdrücklich keine Polizei. Deshalb habe ich auch wirklich Angst, dass er vor dem Haus sitzt und sieht, dass wir seinen Forderungen nicht nachkommen. Was dann? Ich verstehe Ihre Bedenken, aber das Mädchen ist in Gefahr. Und wir haben doch die besten Möglichkeiten. Es war genau richtig, dass Sie die Polizei eingeschaltet haben. Ich habe mir das Video hier mal weitergeleitet. Dann haben Sie auch direkt meine Nummer, ja? Wann haben Sie Ihre Tochter zuletzt gesehen? Gestern um 16:30. Dann ist sie zum Tennisunterricht. Da ist sie auch angekommen. Danach ist sie mit dem Fahrrad losgefahren, aber einfach nicht nach Hause gekommen. Ich frage mich, was der Typ überhaupt will. Wahrscheinlich will er doch Geld. Aber warum stellt er dann keine Forderung? Ich wäre ja auch bereit zu zahlen. Naja, wenn ich mich hier so umschaue, dann scheint es Ihnen ganz gut zu gehen. Gab es vielleicht jemanden, der sich Geld leihen wollte? Oder hat jemand Ärger gemacht? Freunde, Familie, im Büro? Irgendwas Außergewöhnliches? Mir fällt nichts an. Was machen Sie denn jetzt? Was hältst du davon, wenn ich die ganze Zeit hier bleibe, so lange, bis wir neue Erkenntnisse haben, egal wie lange es dauert? Vielleicht meldet der Täter sich ja auch noch mal. Eigentlich eine ganz gute Idee, ja. In dem Fall. Wäre das okay für Sie, wenn ich hier bleibe bei Ihnen? Ja. Okay, also wir werden alles tun, was in unserer Macht steht, um Ihre Tochter so schnell wie möglich zu finden. Ich fahre ins K11. Auf Wiedersehen. So, Kollegen, Tag. Hi. Hey, gibt's was Neues? Fahrrad haben wir gefunden von Alina. Lag auf einem Feldweg zwischen Tennisclub und ihrer Meldeadresse. Die Sporttasche, die sie dabei hatte, lag 150 Meter weiter in der Mülltonne. Keine Hinweise, keine Zeug. Also ich habe gerade mit dem Provider telefoniert. Die schicken uns zumindest schon mal das Bewegungsprofil von Linas Handy. Ja, das Handy haben wir, ne? Ist allerdings PIN-gesichert. Die KTU ist dran. Müssen wir warten. Was ist denn mit der E-Mail-Adresse, von der das Erpresservideo verschickt wurde? Ach, kannst du knicken.
Der Täter hat die Mail über so einen kostenpflichtigen Dienst versendet. Über den kann man komplett anonym E-Mails versenden und empfangen. Ja, und so Dienste sind halt das reinste Paradies für jeden Kriminellen. Bei der Anmeldung musst du keinerlei Daten hinterlegen. Und letztendlich werden sämtliche Mails und andere Daten verschlüsselt über den ihre Server verschickt. Das heißt, da kommen wir nie im Leben dran. Super. Ja, aber wir haben uns mal schlau gemacht, was der Stiefvater eigentlich so beruflich macht. Pass mal auf, der hat eigentlich mal ganz normal Schreiner gelernt, hat aber auch vor 15 Jahren mal ordentlich geerbt, hat dann in Bauobjekte investiert, ist mittlerweile ein ganz erfolgreicher Bauunternehmer. Tut auch viel Gutes, spendet und so. Bauunternehmer? Ich meine, die machen sich ja nicht auch nur Freunde, oder? Möglicherweise weht daher der Wind. Also das Mädel ist jetzt seit 22 Stunden im Fängen des Täters. Wenn ich mir überlege, einem meiner Kinder wird sowas passieren. Boah. Ja, das ist ganz fürchterlich. Alex bleibt zur Unterstützung bei der Familie auch über Nacht. Das ist auch gut so. Ja. Ich muss Sie kurz stören, es tut mir so leid. Kein Problem. Wir haben ein neues Erpresservideo bekommen. Gleicher Absender wie gestern. Mit Anhang mit dem. Ganz ruhig, dafür bin ich ja da. Mama, bitte halt dich an alles, was er sagt, okay? Keine Polizei. Er hat gedroht, mich umzubringen. Bitte. Keine Polizei. Ihre Tochter wird sterben, wenn Sie nicht genau tun, was ich Ihnen sage. 500.000 Euro in kleinen Scheinen. Sie haben 3 Stunden Zeit, das Geld zu besorgen. Packen Sie das Geld in eine Tasche. Und fahren Sie um 10 Uhr Richtung Industriegebiet Westbahnhof. Weitere Anweisungen folgen dann telefonisch. Okay, da müssen wir halt die 500.000 Euro besorgen. 500.000 Euro habe ich auch nicht einfach so auf dem Konto liegen. Ich kann die Summe nicht beibringen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir machen es folgendermaßen. Wir werden das Geld stellen. Und dann werden wir zwischen die Scheine bzw. im Koffer einen GPS-Sender verstecken. Okay. Sie werden den Wagen fahren und ich verstecke mich im Wagen. Ich bin die ganze Zeit bei Ihnen. Okay. Wir observieren Sie. Es kann nichts passieren, okay? Alex von Michael. Höre. Wie ist die Lage bei euch? Frau Wissmann und ich fahren jetzt gerade aufs Gelände. Verstanden. Ich habe Sichtkontakt zu euch. Haben ebenfalls Sichtkontakt und warten auf Anweisungen. Halten uns bereit. Ja, sehr gut, Männer. Okay, Leute. Geldtasche wurde abgelegt. Ihr bleibt alle auf Position und bereithalten. Verstanden. An alle, ich fahre jetzt mit Frau Wissmann vor Dienststelle. Alles klar, Alex. Männliche Person nähert sich. Grünes Basecap, schwarze Klamotten. Steuert auf die Tasche zu. Person nimmt die Tasche auf. Okay, Leute, wir bleiben erstmal auf Position. Der Zugriff bei günstiger Gelegenheit ist ab sofort freigegeben. Polizei, stehen bleiben! Bescheuert oder was denn? Person ist flüchtig. Gefahndet wird nach silbernem Van. Martha-Ludwig 7529. Fahrzeug flüchtet in südliche Richtung. Alles okay bei Ihnen? Ja, also, Verrückte. Ja. Wir sind von der Kriminalpolizei. Alles klar. Es kümmert sich, kleiner Kollege, um Sie, ja? Nee, danke. Ja, super. Das war's aber mit unserem Peilsender, Mann! An alle Einsatzkräfte. Der Verdächtige hat soeben den Wagen auf der Südseite abgestellt.
Er kann fliehen. Er ist mit dem Fahrrad unterwegs. Okay, du kümmerst dich um ihn. Komm,